Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde euch heute und morgen nochmal mitnehmen. Es ist eigentlich Alltag, es sei denn, es passiert noch irgendwas Unvorhergesehenes. Ich weiß bloß nicht, ob ich darauf hoffen möchte oder nicht, weil eigentlich ist entspannter Alltag auch mal gut. Ja, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. Ich habe eigentlich so mehr oder weniger frei, aber also ich habe keine Termine so richtig, aber genug zu tun. Also ich werde mich jetzt auch gleich hinsetzen und das letzte Mal schneiden vom reinen Schnitt an meinem Abschlussprojekt. Dann ist erstmal die ganze Schnittsache durch, aber dann kommen noch Color Grading und Compositing, Sound Design und sowas. Aber das eilt dann nicht. Der reine Schnitt eilt aber, weil wir so eine Zwischenabgabe machen müssen und den reinen Schnitt, wie oft habe ich das jetzt gesagt, abgeben müssen. Genau, da werde ich jetzt mich nochmal ransetzen, dann zur Uni fahren, das dort rendern, weil als ich das letzte Mal gerendert habe, hat das hier an meinem Laptop 1 Stunde 20 Minuten gedauert. Obwohl das nur ein 5-Minuten-Video ist, aber es ist halt 4K. Und ich wollte das eigentlich nicht hier rendern, weil mir mein Laptop leid tut. Das ist ein MacBook Air von 2017. Zwar mit den besten Konfigurationen, also das am krassesten ausgestattete MacBook Air von damals, was es gab. Aber trotzdem ist es halt kein MacBook Pro und auch kein iMac und deswegen ja, tut er mir leid, wenn der da 1 Stunde 20 bei die ganze Zeit voller Auslastung ist. Ich möchte noch ein Stückchen was davon haben. Er ist nicht dafür gebaut, 4K zu rendern und deswegen mache ich das an der Uni, wo bessere Rechner da sind. So viel zum Thema, ich drehe heute ein Video. Ich war richtig busy plötzlich, weil ich ja viel zu erledigen hatte und es dann irgendwie manche Sachen länger gedauert haben und dann so ein richtiges Hin und Her. Ich bin es gerade am Essen machen, ich wollte euch mal zeigen, was es gibt. Und zwar brate ich hier Fischstäbchen und habe Brötchen aufgebacken und lege die dann da so drauf wie so Fischburger. Ich habe jetzt keinen Salat, aber dafür gibt es Tomaten. Genau, dann schreibe ich gerade nebenbei noch den Einkaufszettel für morgen. Genau. Und dann werde ich noch irgendwie so soßenmäßig was da drauf machen. Dann ist es mein improvisierter Fischstäbchenburger. Einen Tag später und ich zeige euch jetzt mal, was ich eingekauft habe, beziehungsweise wir. Ich habe ja gestern den Einkaufszettel geschrieben, als ich Abendbrot gemacht habe und jetzt habe ich das Zeug alles hier. Hackfleisch ist schon im Kühlschrank und Scheibenwischzeugs ist noch im Auto, ansonsten habe ich alles hier. Ich habe einen Block und Druckerpapier, Klarsichthüllen, Tomaten. Tipp-Ex, ein Fit, Rasierklingen, Shampoo und Duschbad, ein paar Joghurts. So, jetzt ist die Tüte auch schon leer. So, hier drüben haben wir eine Packung Eier. Es ist echt heftig, dass ich jetzt das Licht anmachen muss. Es ist mitten am Tag, aber es regnet total. Sehr unschön. Fake Pombeeren, ich finde die richtig lecker. Ich hatte die letzte Woche zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben gegessen und fand die mega gut. Bananen. Rotkraut. Es gibt morgen so, ich habe vergessen, wie das heißt, wenn man so Hackfleisch mit so Zwiebeln formt. Buletten? Sind das Buletten? Keine Ahnung, ich esse es eh nicht. Frage ich mich gerade, esse ich dann Rotkraut mit Kartoffeln und Soße. Hätte ich mir auch noch irgendwas dazu holen können. Dann habe ich hier weißen Pfeffer, zwei Zitronen für mein Zitronenwasser, drei Gurken, vielleicht mache ich davon Gurkensalat, mal gucken. Noch einen Joghurt. Toastbrot, weil heute gibt es so Sandwiches und dafür braucht man ja
bekanntlich großes Toastbrot. Milch und nochmal Milch. Zweimal Salami, ein Stück Käse. Wir sind jetzt plötzlich auf die Idee gekommen, Käse im Stück zu kaufen, weil das halt mehr ist, also mehr in der Packung drin so. Und weil man sich die Scheiben dann ja individuell dick schneiden kann. Wir haben immer so Käse in Scheiben gekauft. Einfach so, ohne es zu hinterfragen, warum wir das machen. Und jetzt habe ich, weil ich so Spieße gemacht hatte, da musste ich ja so ein Stück Käse kaufen und dann habe ich so Käsewürfel geschnitten. Dann meinte Tim, ja, können wir nicht einfach Käsestücke kaufen? Ich denke mir so, jo, macht eigentlich voll Sinn, ne? Wurst, ich glaube, das muss ich mal schnell kalt legen. Öl, da bin ich auch erschrocken, dass es jetzt, also früher hat das so 89, 79 Cent gekostet. Und mittlerweile kostet es das Doppelte. Also das ist vor allem das Rapsöl. Und das Sonnenblumenöl ist noch teurer geworden. So, dann habe ich jetzt hier ganz viele Zucchini. Ich weiß gar nicht, wie viele. Das hier waren jetzt 3, 4, 5, 6, 7 Zucchinis. Tatsächlich möchte ich daraus Zucchinisuppe machen. Und die waren im Angebot. Und ich habe einfach für 7 Zucchinis, das sind 1,3 Kilo, 2,13 Euro bezahlt. Das ist echt so, so wenig. Das ist schon wieder erschreckend, wie günstig das ist. Für die Suppe natürlich noch Suppengemüse und Kochsahne. Da hatte ich, glaube ich, auch noch eine da. Dann gab es leider nur Gurkensticks und nicht so Scheiben, aber die kann ich mir auch zurechtschneiden für die Sandwiches. Dann noch eine Melone. Die Melone lag auf der Bratensoße, sehr schön. Genau, und dann sind hier nur noch 3 Flaschen. Okay. 3 Flaschen Uri und das war's. Ja, ich glaube. Ja, nee. Das ist jetzt so bis Montag erstmal. Also, wir sind Montag eh unterwegs. Da wird jetzt nicht groß gekocht. Und dann, ja, also heute ist im Übrigen Freitag, genau. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Das ist das jetzt so. Wir haben jetzt noch ein bisschen was da gehabt, nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, es wird, heute gibt es Sandwiches, morgen wird gekocht, Sonntag wird gekocht und Montag nicht. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause und ich bin hier gerade im Haushalt machen und aufräumen. Also Wäsche ist, ein Wäscheständer ist schon abgenommen, bei dem anderen bin ich gerade. Hier die Ecke ist wieder so, wie sie mal war. Die Musikbox war ja mal zwischenzeitlich weg. Ich habe die Kissen hier noch hingestellt. Dadurch, dass der neue Stuhl von Karl nicht so viel Platz wegnimmt, kann es halt auch hier jetzt so stehen, sage ich mal. Deswegen passen die Kissen da daneben. Ich muss mich gleich noch um diese ranzigen Blumen kümmern. Der Karl ist übrigens mega cool geschminkt. Mami, das hängt zusammen! Hat der LKW die Polizei abgeschleppt? Nee, der ist einfach da dran gefahren. Ah. Ja, hier darf ich noch aufräumen. Hier sieht es schon wieder so medium gut aus. Ja, da liegt eine Bildzeitung. Das hat Gründe und ich habe dort gesehen, dass ein riesiges Kreuzworträtsel drin ist. Das habe ich vorhin angefangen. Ja, hier ist jetzt so mittelmäßig ordentlich. Mami, schau mal, dann gibt es noch genug Geschirr, würde ich sagen. Also ich glaube, ich habe heute noch gut was zu tun. Dann muss ich für die Uni noch eine Abgabe fertig machen. Also es ist nur ein Schreiben, ein Text. Den habe ich schon verfasst und eigentlich auch formal in Form gebracht. Ich brauche nur noch ein Deckblatt, muss den dann noch hochladen. Ja, also ich habe auch noch gut zu tun. Bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. 'Cause I sing what I mean.
and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? So, wie sehe ich hier aus? Ich chill hier auf dem Sofa. Ein Teil, also das ist noch da, aber ein großer Teil, wie ihr gesehen habt, habe ich erledigt. Der Karl möchte mitteilen, dass er Spider-Man ist. Mega cool. Ja, für Essen ist jetzt irgendwie da. Ich habe echt Angst vor der Farbe, ne? Hä? Für gut. Für Essen ist jetzt noch ein bisschen zu zeitig, beziehungsweise der Karl hat halt auf der Kindergartenparty übelst viel gegessen, so. Ganz viel. Und ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit schon wirklich Appetit, so richtig Appetit. Aber ich habe jetzt Angst, dass ich mir was zu essen mache. Dann esse ich so ein kleines bisschen und bin dann so mega satt. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal noch fertig Ordnung und dann mache ich einfach Essen auf gut Glück. Ich weiß auch nicht, wann Tim wiederkommt. Also, wir werden es sehen. Wie... Au! Nein, hier wird nicht mit einem Luftballon Haare ausgerissen. Essenszeit. Irgendwie ist es unscharf. Ich habe mich es ist auch, glaube ich, wieder Zeit für Licht. Besser. Und für den guten 6 Euro Sandwich Maker. So. Der farblich nicht so ganz in die Küche passt. Obwohl, der passt vielleicht zu dem Pürierstab und dem Mixer. Na, jedenfalls mache ich jetzt Sandwiches. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack. An dieser Stelle würde ich das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Es gibt demnächst auch recht spannenden Content. Tim hat bald Geburtstag, Karl hat bald Geburtstag und ja, ich werde euch also mal die Geschenke demnächst vorstellen. Wie gesagt, ich verlinke wie immer das letzte Video unten drunter und ja, bis zum nächsten Video.